zwar geht es weiter zum Thema Recruiting 4.0. Wir haben schon im KI-Panel gehört, der Mensch wird weiter eine Rolle spielen. Aber was sind die technologischen Trends? Wie funktioniert Recruiting heute? Und werden wir in ein paar Jahren alle unsere Jobinterviews im Metaversum durchführen? Dazu spreche ich jetzt mit Mark Nissen, Director Talent Solutions von LinkedIn, Melina Garber, Lead Talent Operations bei Personio, und Daniel Coloma-Andrews, Director Organizational Performance von Telefonica Germany. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ja, sehr schön, dass Sie alle heute bei uns sind, um dieses auch sehr spannende Thema zu diskutieren. Ich würde gerne ganz allgemein nochmal einsteigen zu dem Thema, gerne mit Mark Nissen, zu der Frage, welche Recruiting-Strategien sich dann so aus Ihrer Sicht durch New Work etabliert haben und sich auch gerade vielleicht noch neu entwickeln. Interessanterweise hatten wir gerade im Vorgespräch, bevor wir auf die Mainstage gingen, noch darüber diskutiert. Insofern ist das ganz frisch und bringe es auch gerne mal hier jetzt in die Runde. Recruiting-Strategien als solches, die ich momentan aktuell sehe, ist aufgrund der Knappheit der Ressource Mensch und Talent. Und ich glaube, da sind sich alle einig hier, die schon in den Foren vorher waren und noch aktuell sind, ist es umso wichtiger zu schauen, was hat man als Unternehmen innerhalb des Unternehmens für Talente und wie kann man diese weiterentwickeln, um dementsprechend dem auch Lücken zu füllen. Das sind mehrere Win-Wins, die ich da gerade sehe. Also das Thema interne Mobilität ist ein Top-Thema und zu interner Mobilität gehören aus meiner Sicht zwei Dinge, nämlich erstmal eine Analyse der vorhandenen Skills und Fähigkeiten innerhalb des Unternehmens selbst. Und hier interessanterweise bin ich auch gerne neugierig auf vielleicht Kommentare oder Hinweise im Chat. Meine Kenntnis ist, dass aktuell gerade vielleicht mal 10% der Unternehmen in der Dachregion das überall tun oder können oder auch technisch können, zu sehen, was für Skills und Fähigkeiten sind da und wie entwickeln sie sich weiter. Und das zweite Thema eben halt darauf dann aufbauend, wenn ich diese Analyse habe, dann eben halt eine Strategie zu entwickeln, die mit dem Thema Weiterbildung sich beschäftigt, also E-Learning, Online-Learning. Ich denke mal, seit Corona und nicht nur seit Corona haben wir festgestellt, dass Lernen nicht nur in einem Unterrichtsraum stattfinden muss, sondern das kann eben halt auch überall stattfinden, mobil oder ganz anderswo, wo man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte. Und diese beiden Themen aus meiner Sicht, das sind aus meiner Sicht so die größten Trends, die ich gerade sehe. Super spannend. Dankeschön für diesen Einstieg schon mal. Melina Garber, wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie hat sich Recruiting während der Pandemie verändert? Ja, verändert definitiv natürlich in die Richtung, dass wir schauen mussten, wie können wir das, was wir alles bei uns hier im Büro live getan haben, umschalten in eine Welt, die ja digital dann stattgefunden hat. Ich glaube, Personio, dadurch, dass wir schon immer die Möglichkeit hatten, Homeoffice zu machen, waren auch solche Prozesse für uns leichter umzustellen, sicherlich, als das in vielen anderen Organisationen der Fall war. Das heißt, da waren wir zum Glück auf der glücklichen Seite, dass wir zumindest die technischen Gegebenheiten da hatten. Wir mussten eben überlegen und das ist auch eine Sache, die wir jetzt viel diskutieren. Am Anfang waren wir echt skeptisch. Können wir überhaupt auf dem gleichen Level rekrutieren? Schaffen wir es, unsere Kandidaten genauso gut von uns zu überzeugen, aber auch genauso gut herauszufinden, passen die zu uns und zu unserem Unternehmen? Das heißt, einmal diese Umstellung einfach auf alles Digitale. Wir sind zu dem Schluss gekommen, das hat besser geklappt, als wir skeptischerweise vorher vermutet haben. Es ist schön, dass wir jetzt wieder auf Hybride oder auch teilweise persönliche Prozesse umsteigen können. An vielerlei Stellen haben wir aber auch gemerkt, dass es gar nicht unbedingt sein muss und wir diese Flexibilität eben auch nutzen können. Vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz nur für ein paar Zuschauer, die es vielleicht noch nicht ganz gut kennen, wie Personio arbeitet. Genau, Personio arbeitet mittlerweile mit einem hybriden Arbeitsmodell. Wir haben die Möglichkeit, ins Büro zu kommen. Ich sitze auch gerade in unserem wirklich schönen Büro in München, nutze das auch sehr, sehr gerne, wenn ich da bin. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir remote arbeiten. Das dürfen wir bis zu 3 Monate im Jahr. Ich habe zum Beispiel den Februar auf den Kanaren verbracht gerade. Das heißt, dort haben wir umgestellt einfach auf ein hybrides Arbeitsmodell, wo die Mitarbeiter, wir wollen schon eine Office-Driven Company bleiben, weil uns die Kultur und auch dieses Zusammentreffen, sich austauschen, wichtig ist und am Herzen liegt. Und wir auch merken, dass das für unsere Mitarbeiter etwas ist, weshalb sie zu uns kommen und weshalb sie bei uns arbeiten, eben diesen persönlichen Austausch zu haben. Wir wollen ihnen aber eben auch die Möglichkeit bieten, wenn sie zu bestimmten Zeiten im Jahr
remote von woanders, wo auch immer arbeiten möchten, dass sie das in Europa eben machen können. Genau, das ist die Personio-Flex, nennen wir das, flexibles Arbeitsmodell. Dankeschön nochmal dafür für den kleinen Einblick dazu. Genau, was so bleibt nach der Pandemie, da haben Sie gerade schon mal kurz skizziert. Herr Andrews, von Ihnen würde ich gerne auch noch mal ergänzend wissen, wie haben sich aus Ihrer Sicht die Wünsche und Bedürfnisse von BewerberInnen während der Pandemie verändert, gerade vielleicht auch noch mal mit Blick auf flexible Arbeitsmodelle? Ja, also ich kann mich nur anschließen, dem, was meine Vorredner gerade auch dargestellt haben. Also es ist schon, es liegt vor allen Dingen auch in den Angeboten, die jetzt ganz andere sind, die wir machen können. Und wo wir einfach merken, jetzt auch bei Telefonica, ich würde sagen, wir sind sehr mutig gewesen, sehr früh auch in der Pandemie, 2020 sind wir schon rausgegangen und haben gesagt, wir sind jetzt digital by default. Also vielleicht sogar noch ein bisschen ein Gegenpunkt zu diesem Office-Driven. Und wir arbeiten, wann wir am produktivsten sind, wir arbeiten, wo wir am produktivsten sind, und am Ende zählt das Ergebnis. Und natürlich heißt das, dass wir auch hybride arbeiten, also wann und wo wir am produktivsten sind, heißt nicht immer digital. Jetzt sind wir dazu gezwungen gewesen, jetzt 2 Jahre lang im Digitalen zu arbeiten, das ist nicht das Zielbild. Aber dieses sehr flexible Angebot, was wir Bewerbern machen können, stößt auf sehr großen Zuspruch. Das ist was, was wir eindeutig merken. Und das hat auch in unglaublichem Umfang den Talentpool vergrößert, auf den wir zugreifen können national. Wenn wir vorher jemanden am Standort München rekrutiert haben, dann musste der irgendwo in Umgebung München zu wohnen, um in unserer Firma auch arbeiten zu können, sinnvoll. Wenn da jetzt jemand in Nürnberg wohnt, die 2 Stunden Anfahrt sind kein Problem, wenn man nur einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal für einen fokussierten Workshop ins Büro reinkommt. Das ist eine komplett andere Realität, in der wir da jetzt rekrutieren. Und dadurch ist auch der Talentmarkt sehr viel größer für uns geworden. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den würde ich gerne gleich nochmal aufgreifen. Zuerst war es mir aber auch wichtig, aus aktuellem Anlass eine vielleicht nicht ganz einfache Frage zu stellen, denn wir haben ja jetzt neben der Pandemie eine ganz neue Krise, einen Krieg in der Ukraine mit vielen Menschen auf der Flucht. Und sollte dieser schreckliche Krieg weitergehen, ist es zu erwarten, dass sich viele dieser Menschen auch neue Arbeit suchen werden. Weswegen ich gerne die Frage stellen wollte, wie sich aus Ihrer Sicht auch durch diese Krise, durch diesen Krieg Recruiting verändert und was man vielleicht auch in Solidarität hier zu tun kann. Henderson, vielleicht möchten Sie die Runde starten. Also vielleicht es ist ein ganz, ganz interessantes Thema, was wir gerade sehen, und natürlich nicht nur durch diese bedauerliche Situation, die wir jetzt hier gerade haben und die uns, glaube ich, alle sehr, sehr stark mitnimmt. Und ich habe es vorhin auch in einem vorigen Panel gesehen, in dem es darum ging, was für Abschlüsse können wir im Bewerbungsprozess anerkennen, während des Bewerbungsprozesses, und auch vielleicht am Beispiel jetzt Ukraine, aber auch vielen anderen Ländern und der Erweiterung des Talentpools, was jetzt auch gerade mein Vorredner gesagt hat, ist hier, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir weggehen von einem rein abschlussorientierten, akademisch orientierten Hiring hin zu einem skill-basierten Hiring, die wir für vorhandene Projekte und Stellen eben halt nutzen. Ich denke mal, hier ist eine große Chance, neben dieser flexiblen Arbeit, die gerade angesprochen wurde, den Talentpool zu erweitern, hin diesen noch massiver zu erweitern in Bezug auf die verschiedenen Skills, sie zu finden und dann zu schließen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir unglaublich viele Skills auch natürlich von Talenten, die jetzt von der Ukraine auf den Arbeitsmarkt kommen, eben halt natürlich auch sehr stark nutzen können und wir sie schnellstmöglich halt in den Arbeitsmarkt und auch sehr vereinfacht dann halt integrieren können. Und natürlich kann LinkedIn als Plattform da sehr vereinfacht helfen, gerade eben halt bei der eigentlichen Präsentation der eigenen Skills und bei der schnellen und sehr unkomplizierten Weitervermittlung. Ja, absolut. Natürlich werden solche Plattformlösungen gerade in diesen Kontexten immer zentraler und auch als Vertrauensschnittstelle, vielleicht in der Abwesenheit wichtiger Dokumente und auch den Themen, die Sie gerade angerissen haben, in Richtung Flexibilität. Lina Gaber, da haben Sie mitgenickt. Deswegen würde ich gerne noch mal einladen, auch von Ihrer Sicht, von der Personio-Sicht dazu zu kommentieren.
Ja, definitiv. Ich kann mich hier tatsächlich genauso anschließen. Personio rekrutiert sowieso sehr skillbasiert, persönlichkeitsbasiert mehr als in Richtung Abschlüsse. Das heißt, genau, meinen Vorredner würde ich hier definitiv unterstützen. Gleichzeitig glaube ich, sollten wir unsere Netzwerke einfach ganz stark nutzen, um auch Menschen quasi einfach weiter zu vermitteln und denen zu helfen, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. Ich wurde sehr, sehr oft schon jetzt in LinkedIn-Kommentaren tatsächlich verlinkt, wo wir ja einfach in Kontakt getreten sind. Hey, es sucht gerade jemand was, gibt es bei Personio nichts. Melina, könntest du dir dieses Profil mal ansehen? Und Personio versucht da eben auch einfach ja, die Kommunikation zu öffnen. Wir haben beispielsweise auch intern einen Channel, wo wir an mancher Stelle einfach Hilfe anbieten. Also es haben ein paar Kollegen ja, ganz, ganz freiwillig einfach Personen abgeholt und Sachen gespendet, aber auch die Profile weiterzuleiten. Wir haben bei uns im Team eine Person, die dort gesammelt eben einmal raufschaut und schaut, ob wir Möglichkeiten haben, da zu unterstützen. Aber auch eben, wenn es einfach darum geht, wirklich Menschen privat zu helfen, sei es mit Übersetzungen, dass wir einfach als Unternehmen natürlich versuchen, an welcher Stelle auch immer zu unterstützen. Wir haben beispielsweise eine Spendenaktion noch gemacht. Das ist für uns ganz klar, dass wir da die Möglichkeiten, die wir haben, eben natürlich auch ja, zur Verfügung stellen und unser Bestes tun, da ja in dieser furchtbaren Situation ja zumindest nach unseren Mitteln, die wir haben, zu helfen. Dankeschön. Herr Andrews, gibt es bei Telefonica diesbezüglich schon Überlegungen und vielleicht auch zusätzlich nochmal Ihre Einschätzung, wie sich Digital Recruiting nochmal verändern wird durch diese Krise und die aktuell anhaltende Krise der Pandemie? Ja, also das ist ja in Summe jetzt schon ein recht komplexes Themenfeld. Also, und ich, ohne jetzt auch einzugehen auf die vielen Aktivitäten, die wir jetzt bei Telefonica gemacht haben, um uns da in der Situation zu engagieren, das will ich jetzt hier nicht breitreten. Aber wir haben eine Sache gemacht, und Recruiting ist ja immer auch eine Frage der Zielgruppe und auch eine spezifische Zielgruppe zu erreichen. Und die Herausforderung haben wir auch mit geflüchteten Ukrainern. Und deswegen sind wir da den Weg gegangen, dass wir unsere Stellenangebote auf einer Seite, die von geflüchteten Ukrainern für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen zur Verfügung gestellt wird, auch platziert haben. Und ich glaube, das ist dann in dem Sinne nicht nur ein Recruiting Best Practice, sozusagen da die Zielgruppe abzuholen, wo sie auch ist, sondern in dem Fall auch etwas, was wir sehr schnell und pragmatisch umgesetzt haben, um da auch zu unterstützen und den Leuten den Zugang zu ermöglichen. Die andere Frage, die Sie gestellt haben, die war ja noch ein bisschen allgemeiner im Sinne von, was hat das jetzt in Summe für eine Auswirkung auf Recruiting-Prozesse, auf Bewerbungsprozesse? Und wenn man das sich jetzt so allgemein ansieht, dann denke ich, wir haben, also ich denke, das beobachtet jeder an allen Stellen. Wir haben einfach eine Ermüdung nach dieser Pandemie. Isolationserscheinungen im Digitalen, vielen fehlt die soziale Rückversicherung, der soziale Kontakt und so eine Krise, der Krieg in der Ukraine, das macht es jetzt nicht besser an dieser Front. Und da Mitarbeitern auch die Sicherheit zu geben, dass sie in einem Team sind, dass sie in einer Firma sind, dass sie auch in einem sozialen Gefüge drin sind, ist etwas, was wichtig ist, was auch eine Verantwortung ist als Arbeitgeber, auch den bestehenden Mitarbeitern gegenüber, aber was eben auch wichtig ist, in einem Recruiting-Prozess zu kommunizieren und klarzumachen, du bist hier nicht nur nicht nur am Bildschirm ein Bild, sondern du bist Teil von einem Team, du bist Teil von einer Organisation, du bist Teil auch von einem warmherzigen Unternehmen. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Dazu passt ja irgendwie auch ganz schön, was eingangs schon auch von Herrn Nissen gesagt wurde. Vielleicht kann ich das nochmal als Rückfrage an Sie stellen, Herr Andrews, und zwar zur Suche von Talenten innerhalb des Unternehmens. Also so ein Zugehörigkeitsgefühl auch zu nutzen im positiven Sinne, um eben auch mit ja, Weiterbildung und anderen Mechanismen da eben Recruiting im Unternehmen zu betreiben. Ist das ein Trend, der auch schon bei Ihnen stattfindet? Und wenn ja, können Sie vielleicht so ein bisschen Einblick geben, wie? Ja, absolut. Also das ist für uns ein absoluter Fokus auch. Und ich glaube, da sind auch Unternehmensrealitäten sehr unterschiedlich. Ich hatte vorhin mit Melina Gaber dazu gesprochen, was für ein Massenrecruiting auch Personio betreiben muss, um eben mit dieser Wachstumsdynamik, die sie haben, mitzuhalten. Wir haben schon sehr viel Potenzial im Unternehmen. Und bei uns, das passt sehr gut zu dem, was Marc-Oliver Nissen gesagt hat,
ist erstmal die größte Herausforderung überhaupt, die Transparenz zu haben, was haben wir denn für Skills im Unternehmen? Wir haben das Ziel, 70% der offenen Stellen von den vorhandenen Personen, mit den vorhandenen Mitarbeitern im Unternehmen, mit unseren eigenen Kompetenzen auch abzudecken. Und dafür haben wir schon vor 3 Jahren eine KI-basierte Plattform gelauncht. Hier intern sind damit mit Sicherheit auch Vorreiter in Deutschland, wo CVs automatisch abgeloadet werden können, die automatisch ausgelesen werden. Und es gibt ein automatisches Matching auf nicht nur offene Stellenprofile, sondern auch Job-Rotations, Entwicklungsangebote intern. Und das ist natürlich sozusagen der erste Schritt, den wir gehen, wenn es darum geht, eine Talentlücke zu schließen. Denn wenn wir das irgendwie intern hinbekommen, dann müssen wir nicht auf den externen Talentmarkt gehen. Insofern haben wir da schon große Schritte gemacht. Sehr spannend, Dankeschön. Ja, Recruiting verändert sich durch neue Technologien, über die wir heute sprechen wollen, natürlich auch durch neue oder veränderte Kulturen und Werte. Bleiben wir mal noch kurz bei den Technologien, Herr Nissen. Ich wollte Ihnen eigentlich eine Frage zu den Best Practices von Data-Driven Decision-Making im Recruiting stellen, aber nachdem Sie jetzt vorhin gesagt haben, dass dazu maximal 10% der Unternehmen in der Dachregion in der Lage sind, würde ich die Frage nochmal umorientieren sozusagen hinzu, was muss man denn da tun im Sinne des Capacity-Buildings für kleine und mittlere, aber auch für größere Unternehmen, um erstmal in die Digital Active Sourcing Richtung zu gehen, um erstmal Datengrundlagen sich schaffen zu können? Naja, ich glaube, es braucht einfach erstmal, und Gott sei Dank ist es ja auch gerade auf dem Weg, nicht nur bei den größeren Unternehmen, die vertreten sind, sondern auch bei den kleineren, dass man generell anerkennt, dass das Thema HR im ganz Allgemeinen und auch L&D, Weiterbildung, all das, das dem Thema Mensch und Human Capital im Unternehmen in den Mittelpunkt der Strategie des Unternehmens rückt. Ich glaube, das ist eine Zeit lang ein bisschen außer Acht gelassen worden. Das ist einfach das Top-Thema des Management, des Leadership Boards, der Gründer, der Founder, der Einzelunternehmer. Ich glaube, das sollte erstmal so dieses Mindset sein, dass man weiß, okay, die Ressource ist knapp, ist begrenzt. Ich muss alles tun, um entweder A, meine MitarbeiterInnen im Unternehmen zu halten oder B, eben halt alles tun, was auch technisch, und das ist unser Thema heute, möglich ist, eben halt die besten Talente zu finden. Und dieser Wandel dieses Mindsets hat aus meiner Sicht teilweise hier in der Dachregion ein bisschen zu lange gedauert. Also insofern, das wäre so das Erste, einfach erstmal dieses Mindset zu verändern. Wie gesagt, ich glaube, man ist da auf einem guten Weg. Und dann aber, und wir hatten das auch in den vorigen Foren eben halt natürlich dann eben halt auch HR-Prozesse ganz klassisch zu automatisieren und zu digitalisieren, damit man mehr Freiraum hat für die eigentliche Kompetenz innerhalb der HR, nämlich die emotionale Intelligenz. Und ich will da jetzt gar nicht so all diese Tools aufzählen, die es dazu gäbe, aber es ist ja schon das klassische, ich glaube, die Melina hat es vorhin angesprochen, das klassische Active Sourcing. Das kann man sehr, sehr gut in Prozessen automatisieren, innerhalb von Teams strukturieren, auch aus dem Homeoffice heraus oder eben halt aus dem schönen Süden heraus, wo man dementsprechend sein Homeoffice machen kann. Das kann man von überall aus machen. Also Prozesse automatisieren innerhalb der HR, die vorher sehr, sehr lange gedauert sind. Dann vielleicht auch nochmal so das Thema Werbung, also generell Marketing, ja, das ist auch noch so ganz klassisch immer noch in den Köpfen, dass viel Budget in Produktmarketing reingeht, aber weniger in Talentmarketing, und inzwischen unterliegt das absolut genau den gleichen Performance-Marketing-Kriterien, wie es eben auch das Produktmarketing immer tut. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, dass man weiß, eine Jobanzeige ist nicht nur einfach mehr eine Jobanzeige, sondern es ist ein Marketinginstrument. Ich glaube, das sollten auch viele für sich erkennen. Auch ein sehr wichtiger Punkt. Frau Gaber, wie stellen Sie sich in Zukunft Data-Driven Recruiting vor und dabei auch vielleicht die Schnittstelle zwischen KI und Personaler? Tatsächlich aktuell sind wir noch nicht so weit, dass wir KI verwenden. Ich glaube auch, oder ich persönlich bin eine
Person, die das auch nicht bis in die volle sozusagen unterstützt. Mir ist dieser persönliche Teil in der kompletten HR-Arbeit, im Recruiting und in allem, was wir so tun, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, was für mich das Wichtigste ist, ist der Punkt, den der Herr Nissen eben auch angesprochen hat. Alles, was in irgendeiner Form zu automatisieren geht, um quasi uns effizienter zu machen, um Dinge schneller voranzutreiben, das ist für mich gerade auch, ich meine, Personio steht dafür, auch als Produkt, ne? Das ist ja quasi unsere Vision, womit wir den Unternehmen helfen wollen, ja, einfach mehr Zeit zu haben für die Prozesse, die wirklich wichtig sind. Und ich persönlich bin eben jemand, der nicht sieht, dass wir komplett dahin gehen, den Mensch da abzulösen, sei es im Recruiting als auch in der HR. Aber, und da wechsle ich auch gerade in meine Operations-Rolle, wir versuchen natürlich an allen Ecken und Enden diese Prozesse, die man automatisieren kann oder wo uns auch eine künstliche Intelligenz helfen kann, schneller zu sein. Da bin ich der größte Freund von, denn ich bin jemand, der gerne Prozesse optimiert, automatisiert, sodass wir dann wieder uns auf andere Themen fokussieren können. Dementsprechend sind wir da auch gerade auf einer Reise, wirklich alle Prozesse anzuschauen und auch zu sehen, an welchen Ecken und Enden sind denn die Möglichkeiten da. Wir sind natürlich durch unser unglaubliches Wachstum in den letzten Jahren, in denen ich jetzt hier bei Personio mit dabei bin, tatsächlich fast gar nicht dazu gekommen, uns auch die ganze Palette der Welt anzuschauen, die es da so gibt. Das heißt, es ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt gerade meine Rolle wechsle, raus aus dem operativen Core-Hiring hin zu dem, dass wir ein Team aufbauen, das sich das mal genau anschaut, weil wir eben viele Möglichkeiten da noch haben und quasi uns die Zeit mal dafür nehmen müssen, zu schauen, was ist da eigentlich am Markt alles möglich und an welchen Stellen können wir davon profitieren. Herr Andrews, Herr Nissner möchte natürlich sehr gerne wissen, ob Sie das ähnlich sehen oder ob Sie da eine andere Vorstellung haben zur optimalen Schnittstelle zwischen Mensch und KI in Sachen Recruiting. Herr Andrews, vielleicht zuerst. Also ich kann schon, ich stimme schon zu, dass bestimmte Dinge im auch so diese menschliche Komponente eine ganz wichtige ist, auch im Kennenlernen der Firma. Ich glaube aber, dass es noch einen anderen Punkt gibt, wo auch eine Personalfunktion eine wichtige Rolle spielen wird in Zukunft. Und das ist einfach der ganzheitliche und auch strategische Blick auf die Talente, auf die Skills mit Blick auf das Geschäftsmodell, auf das Operating Model und wo wir jetzt rekrutieren wollen. Also so an dem Punkt der Auftragsklärung mit dem Business zu sagen, was genau sind denn jetzt die Skills, was genau sind die Kompetenzen, die in deinem Bereich jetzt auch einen strategischen Unterschied und einen strategischen Impact machen? Findest du die vielleicht intern oder findest du die extern in welchem Kontext? Und dann auf die Suche zu gehen, weil ich glaube, das reine Matching, da wird langfristig die KI und das Daten, die datenbasierte Software einfach überlegen sein. Da können sie eine gewisse Qualität abliefern mit einem kleinen Recruiting-Team oder auch einem großen Recruiting-Team, aber es wird immer endlich sein. Und mit der Software können Sie in einem Umfang skalieren, wo Sie einfach viel größer, auf einen viel größeren Datenpool Zugriff haben. Da können Sie auf Dauer nicht mithalten mit einem personenbesetzten Recruiting-Team. Aber so diese Auftragsklärung, dieses strategische Dialog und das auch ganzheitlich in der Firma betrieben, dafür wird es zentrale Recruiter brauchen. Herr Nissen, möchten Sie da noch mal ergänzen aus der Perspektive, aus der Plattformperspektive, aber auch Ihrer persönlichen, was da die Schnittstelle zwischen KI und Menschen angeht oder auch vielleicht auch erfolgreiche Einsatzbeispiele aufbauend auch zu dem Unternehmensbeispiel von Herrn Andrews vorhin zum aktuellen Einsatz von KI beim Recruiting? Also ergänzen möchte ich einfach nur, bin vollkommen der Meinung, es betrifft nicht nur die großen Unternehmen, sondern es betrifft halt auch die Kleinen, es betrifft alle. Das ist entscheidend und wichtig. Und ergänzen auch vielleicht zu dem, was ich bei VorrednerInnen hier in dem Panel gesehen habe. KI wird immer so mystifiziert, ja, auch als etwas Schwieriges angesehen, etwas, was vielleicht auch für Diskriminierung sorgen kann und zu Recht auch sehr kritisch hinterfragt, auf jeden Fall. Und bin auch den Diskussionen davor sehr dankbar, dass man sich dort beschäftigt. Ich selber bin auch Mitglied eines Thinktanks, der sich D64 nennt, der sich genau damit beschäftigt, dass eben halt Diskriminierung nicht eben halt auch in solche
Tools sich hineinschleicht und man das sehr, sehr genau monitort. Aber generell kann man es eben auch als etwas Positives und Ergänzendes sehen zu seiner Arbeit, auch wie Melinda das gesagt hat, eben und einfach eben halt repetitive Prozesse in der HR, und die gibt es nun mal ganz viele, eben halt zu erleichtern und ihn zu machen. Aber da möchte ich, glaube ich, Frau Schreiber als Vorrednerin dementsprechend auch zitieren: Am Ende der Entscheidungskette sollte dann immer natürlich auch der Mensch stehen, der das Ganze eben halt bewertet und beurteilt. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. KI, wann beginnt uns KI? Am Ende ist mal, wie weit ist KI? KI ist in erster Linie, und auch mein Vorredner hat es, glaube ich, gerade gesagt, oftmals nur in Anführungsstrichen soweit, bestimmte Muster zu erkennen. Das ist nicht viel. Wir nennen das KI, aber letztendlich ist es der gleiche Algorithmus, der hinter unserer Netflix-Auswahl steht, der dementsprechend unsere Geschmäcker, unsere Vorlieben zuordnet. Das ist ein Anfang. Man sollte es jetzt nicht zu mystisch sehen, man sollte es als Erleichterung sehen, aber generell als auch Erleichterung des Arbeitsalltages. Und natürlich werden Fortschritte gemacht, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Also es kann hilfreich sein, das, was ich ganz, ganz eingangs gesagt habe, im Sinne von der Vielzahl Entwicklung und Analyse von Skills und interner Mobilität. Das soll jetzt nicht der klassische LinkedIn-Pitch sein, das würde ich Ihnen auch ohne ein LinkedIn-Logo sagen, sondern das gilt für alle Unternehmen. Und hier haben wir alle aufzuholen, dies zu tun. Wir bleiben noch ganz kurz bei den technischen Themen, bevor wir gleich zu den kulturellen Themen übergehen. Ich hatte es ja in meiner Eingangsmoderation schon erwähnt. Natürlich reden gerade alle über Spatial Web und das Metaversum, auch in Bezug auf Recruiting. Bleiben wir mal noch bei Ihnen, Herr Nissen. Wie wird LinkedIn im Metaversum aussehen? Multimedialer, mit Sicherheit auch augmented und partizipativer, um mal diese drei Begriffe zu nennen. Dankeschön. Herr Andrews, ist das was, mit dem Sie sich aktiv schon beschäftigen und schon Ideen dafür skizzieren, wie eben Recruiting-Gespräche im Web 3.0 aussehen könnten? Also wir beschäftigen uns tatsächlich schon sehr aktiv damit bei Telefonica, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ein Netzanbieter sind und ein Technologiekonzern, wo das Metaverse dann nicht sehr weit weg ist und wo wir uns auch mit Business Cases im Rahmen von 5G und Ähnlichem auseinandersetzen. Jetzt im Recruiting muss ich Ihnen sagen, versuchen wir gerade nicht nur im Recruiting, sondern auch in den Beziehungen zu den Mitarbeitern eher raus aus dem Digitalen zu kommen. Also das ist bei uns gerade absolut im Fokus und einen Weg zu finden, wie wir auch wieder menschliche Zusammenkünfte ermöglichen. Und ja, wir experimentieren ein bisschen mit dem Metaverse auch, aber jetzt geht es uns zum Beispiel eher darum, also wir haben sehr viele Mitarbeiter bei uns, wirklich einen Großteil der Mitarbeiter, der sich sozial engagiert. Unser Corporate Volunteering Programm ist sehr groß, dass wir da Zusammenkünfte ermöglichen, wo sich Teams engagieren in einer sozialen Einrichtung und sich wirklich mal wieder was mit Menschen machen und sich untereinander auch sehen. Also muss ich Ihnen ehrlich sagen, da ist gerade aktuell ein größerer Fokus drauf, als jetzt nochmal die nächste Stufe zu zünden und alle irgendwie noch ein Level höher ins Digitale zu schicken. Verständlich. Haben wir gar einen anderen Fokus. Und natürlich verändert sich Recruiting eben nicht nur durch das Aufkommen dieser neuen Technologien, sondern verändert sich eben auch durch neue kulturelle Werte, die eben auch durch neue Generationen entstehen. Deswegen würde ich gerne jetzt auch zu ein paar von diesen eher kulturellen Themen kommen. Es gibt ja praktisch ein ganzes Genre von TikToks, das humoristisch aufarbeitet, wie unterschiedlich die Ansprüche an Arbeitsumfelder sind von der Generation Z zu vorherigen Generationen, und auch ein ganzes Genre an Recruiting-TikToks, die teilweise wirklich sehr unterhaltsam sind. Deswegen erstmal an Melina Garber, wie verändern sich vielleicht eben auch gerade durch die Ansprüche dieser Generation Strukturen im Arbeitsmarkt, gerade auch im Recruiting-Prozesse? Ja, ich glaube, Ansprüche ist da ein ganz gutes Buzzword, was wir auch sehen. Diese Generation hat hohe Ansprüche, die wir auch bemerken. Auf der einen Seite ist es ein wirklich extremer Informationsbedarf. Also wir haben gefühlt, müssen wir blank ziehen, machen wir auch gerne. Wir wollen niemandem erzählen, wie es bei Personio ist und wie es dann auch wirklich nicht ist. Das ist uns total wichtig, dass es einfach ein beidseitiger Prozess ist, wo wir sowieso niemandem erzählen wollen, dass es hier perfekt ist, aber
die Generation prüft schon genau und will auch genau wissen, was ist der Job, was mache ich, wie tickt dieses Unternehmen, was habe ich davon? Und genau dieses Thema, was habe ich davon? Ich glaube, dieses Thema Work-Life-Balance ist in dieser Generation halt nochmal ein ganz anderes. Wir sehen schon, dass die einfach einen sehr großen Wert darauf legen, neben der Arbeit einfach ja wirklich einen großen Teil auch für sich selber zu investieren und dafür auch Zeit zu haben. Das heißt, das ist definitiv ein Thema. Und klar, sie sind technologisch super interessiert. Das heißt, an der Stelle zu schauen, wie können wir dieser Generation das nahebringen? Okay, was ist die Möglichkeit bei uns, sich weiterzuentwickeln? Welche Technologien verwenden wir intern? Was sind Karrierewege? Ich glaube, ein ganz, ganz großer Fokus dieser Generation ist auch, wie entwickle ich mich denn dann weiter? Wir haben zum Beispiel auch intern wirklich ein Thema, dass wir das Gefühl haben, immer früher wird erwartet, dass man promoted wird, dass man sehr, sehr schnell in Leaderrollen reinkommt, viel, viel mehr als vorher. Also so diese Wege, sehr, sehr schnell zu gehen in der Karriere, so ein bisschen Erwartungsmanagement von unserer Seite da definitiv sehr, sehr wichtig. Das sind zumindest die Erfahrungen, die wir an der Stelle gemacht haben, die ich da teilen kann. Super spannend, Dankeschön. Ich habe eben nur gelacht, weil das wirklich so eins zu eins passt zu den diversen TikToks, die ich vorbereitend auf dieses Thema für heute geschaut habe. Und an der Stelle gerne nochmal ein Hinweis ans Publikum. Auch hier freue ich mich natürlich auf Ihre Fragen, Kommentare, auch ob Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie die, die auf dem Panel geschildert werden oder andere. Herr Andrews, wie ist es bei Telefonica? Wie versuchen Sie, diese Generation anzusprechen und welche Erfahrungen machen Sie da? Also ich kann das nur noch mal bestätigend aufgreifen, was Melina Gaber gerade gesagt hat, mit den Ansprüchen und vor allem auch Ansprüchen in Bezug auf Entwicklungsmöglichkeiten. TikTok, ich finde das auch sehr spannend, was da passiert. Trotzdem haben wir natürlich auch sehr spezifische Talentgruppen im Blick, die wir ansprechen wollen. Und dann ist immer die Frage auch nach dem Medium und auch nach dem Angebot. Also wenn wir jetzt suchen nach, ich sag mal, den weiblichen Talenten in Tech, Top-Talenten mit Berufserfahrung, da müssen sie schon was Besonderes bieten, um die dann als Talent zu gewinnen. Und da haben wir zum Beispiel so ein Young Professionals Programm hier, wo wir zum einen, also wo wir die Entwicklung dann auch absolut in den Vordergrund stellen und damit diesem Bedürfnis dann auch gerecht werden, wo wir gar nicht für eine bestimmte Stelle rekrutieren, sondern einfach für ein Skill-Cluster, wo von Anfang an klar ist, ich bin im Skill-Cluster Technology oder Commercial oder Data und da kann ich mich jetzt in unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen im Verlauf dieses Programms entwickeln und am Ende dann auch meinen Platz im Unternehmen finden. Die Teilnehmer des Programms werden mit einem Coaching begleitet im Verlauf des Programms. Die machen Rotationen in unserem Startup-Inkubator Vaira. Also das sind alles so Aspekte, die sind unglaublich wichtig für diese Young Professionals, die hier ins Unternehmen reinkommen, weil die wollen wissen, dass sie an einem Ort sind, wo sie nicht stehen bleiben, sondern wo sie sich ständig weiterentwickeln können. Absolut, das finde ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, alles, was Sie sagen. Und auch gerade aus Perspektive eines kleinen Unternehmens, was auch Recruiting macht, nicht, wie schafft man sich so auch ja, vielleicht Wettbewerbsvorteile in dem Sinne, dass man eben in diese Richtung, in Richtung Weiterbildung, in Richtung Flexibilität, Möglichkeiten schafft. Aber auch, was Sie eingangs erwähnt haben zum Punkt mobiles Arbeiten und was man diesbezüglich ermöglicht, merke ich immer mehr, wie das eben auch zu Recruiting-Vorteilen führt, wenn wir sowas alles mit einbeziehen in unsere Stellenausschreibung. Herr Nissen, wie ist das aus der Plattformperspektive? Wie präsentiert sich diese Generation und wie verändert sich aus Ihrer Sicht hierdurch auch Recruiting? Ja, ich will zu dem Thema auch nochmal sagen, ich will es sogar noch ein bisschen dramatischer skizzieren. Wir machen ja auf LinkedIn selbst und auch zusammen mit Microsoft den Work Trend Index und wir nennen es Global Talent Trends, verschiedene Umfragen zu diesem Thema und kann das alles nochmal so bestätigen. Aber also eine Folge dieser Umfragen ist zum Beispiel, dass wir gesehen haben, dass global 41% der globalen ArbeitnehmerInnen geäußert haben, dass sie in den nächsten 12 Monaten ihren Job wechseln werden. Das ist Fakt, global gesehen. Und innerhalb der Dachregion waren es so knapp ein Drittel nochmal. Und das ist eben halt ganz bestimmt durch die Corona-Pandemie, in der man eben halt Zeit hatte zu reflektieren, was einem wichtig ist. Hatten wir vorhin ja auch schon mal eben halt gesehen. Und es ist eben halt nicht mehr der Jobtitel, der gechased wird. Und es ist nicht das hohe Gehalt, was gechased wird, sondern es geht eben halt auch nicht mehr um das
How und das What, es geht einfach um das Why. Das ist eben halt das, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn Unternehmen nicht in der Lage sind, dieses jetzt darzustellen und Themen zu adressieren, über welche Kanäle das auch immer sind, ob es TikTok sei, ob es unsere Plattform ist oder auch andere Plattformen sind, dementsprechend, dass diese Unternehmen stehen für Themen wie Nachhaltigkeit, für Diversität, für eine Weiterbildungskultur, für Wellbeing, was Melina gerade angesagt hat, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn Unternehmen das nicht adressieren und jemand nach außen tragen auf diese bestimmten Kanäle, dann werden sie auch diese KandidatInnen nicht erreichen und auch nicht zum Recruiting hinbewegen können oder zu Bewerbungen hinbewegen können. Und noch dramatischer, ich habe vor kurzem einen Artikel darüber in der Süddeutschen gesehen, zu dem Stichwortthema Anti-Work, hört sich ein bisschen dramatisch an, aber Anti-Work eben heißt, okay, wenn es keine Unternehmen gibt, die mir genau diese Dinge liefert, inklusive der Flexibilität, die ich haben muss, dann gehe ich gar nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zurück, sondern ich verwirkliche mich selbst und mache mein eigenes Ding. Und das ist eine ganz, ganz große Entwicklung, die ich auch gerade in den USA jetzt gesehen habe. Das ist auch kein Stichwort von mir. Das ist sehr dramatisch. Also Unternehmen müssen erkennen, dass sie Werbung machen für das, was der heutigen Generation an Themen wichtig ist. Und das sind die wir gerade genannt haben. Mhm. Ja, danke schön. Dabei spielen Diversity-Aspekte natürlich eine ganz zentrale Rolle. Dazu hat Serena Lin auch in ihrer Keynote vorhin gesprochen. Frau Gaber, wie kann man Diversity-Aspekte eben auch strukturell in Recruiting-Prozessen verankern? Wir versuchen natürlich, divers zu hiren, versuchen aber dennoch tatsächlich trotzdem fair zu bleiben und da keinerlei Richtungen einzuschlagen, dass wir sagen, jemand, der die besseren Skills hat, wird dann, weil er diverser ist, irgendwie bevorzugt. Das heißt, das ist uns wichtig, dass wir dennoch an der Stelle unseren Prozess so machen, dass wir tatsächlich den besten Kandidat finden, sei es vom Skillset her und der Persönlichkeit. Aber natürlich versuchen wir gerade auch in den verschiedenen Rollen, die wir haben, Diversität hinzubekommen, sei es vom Erfahrungsschatz, aber auch einfach aus der Richtung, woher oder wie können wir Stellen so besetzen, dass wir beispielsweise schon versuchen, wenn wir wissen, okay, in diesem Leadership-Team haben wir aktuell beispielsweise keine weibliche Besetzung bisher. Natürlich schauen wir gezielt drauf, ja, nutzen LinkedIn dann auch in die Richtung. Das machen wir natürlich. Ansonsten, glaube ich, versuchen wir natürlich auch und die Diversität, die wir hier drin haben, nach außen zu tragen, über unsere Social Media, über Interviews mit Leuten, die hier arbeiten, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, um dann quasi natürlich auch wieder diese Diversität anzuziehen, also quasi auch diese Kommunikation nach außen versuchen wir eben ganz, ganz stark in die Richtung zu lenken, einfach zu zeigen, hey, wie viel Diversität haben wir eigentlich schon, weil wir unserer Meinung nach das auch wieder Diversität anzieht und uns ist halt eben einfach sehr, sehr wichtig, weil wir einfach merken, Diversität bringt einfach Perspektive mit rein, wo man einfach unglaubliche Ergebnisse erzielen kann. Dankeschön. Wie machen Sie das bei Telefonica, Herr Andrews? Also ich glaube, wir haben, was das Thema Diversität angeht, schon einen gewissen Startvorteil. Wir sind einfach auch vom Produkt. Wir haben digitale Inklusion in unserem Purpose verankert. Wir wollen mehr Menschen inkludieren in eine digitale, nachhaltigere Zukunft. Wir sind auch von der Marke her ein sehr offenes, freiheitliches Unternehmen. Das spricht viele an und ich kann auch sagen, dass die Kultur intern so ist, weil sonst immer in Mitarbeiterumfragen bestätigt wird, dass hier keiner aufgrund von Geschlecht oder anderen demografischen Aspekten irgendwie diskriminiert wird. Wir haben 30% Frauen im Vorstand. Wir werden dieses Jahr 30% Frauen auf der ersten Führungsebene haben und auch auf den Ebenen darunter sind wir deutlich über 20%. Also da läuft schon vieles sehr gut. Und trotzdem bleibt das Thema eine Herausforderung und ich würde gerne einen Aspekt betonen und das ist die, wenn Sie schon nach strukturellen Aspekten fragen, das ist der Punkt, der vor dem Recruiting beginnt und nämlich nach wem sucht denn eine Führungskraft? Und haben wir die Führungskräfte schon so geschult und so ausgebildet, dass sie versuchen, auch diverse Teams aufzustellen und nicht nur immer sich selbst zu klonen aus so einem Homogenitätsbias, sondern dass sie gucken, dass sie Altersdiversität im Team haben, dass nicht die junge Führungskraft nur junge Mitarbeiter einstellt, sondern auch ältere Mitarbeiter im Team akzeptiert und auch einbezieht. Alter ist ein Thema, Geschlecht ist natürlich ein Thema, auch fachliche Diversität, persönliche
Persönlichkeitsstrukturen, dass ich als introvertierte Führungskraft nicht nur Introvertierte einstelle, sondern da auch einen Kulturmix zulasse. Da beginnt das schon. Und das prägt dann natürlich auch die Aufträge, die wir dann im Recruiting sozusagen bekommen und die Talente, die wir auf dem Markt dann suchen. Aber wenn das am Anfang schon nicht passt und wir unsere Führungskräfte nicht richtig geschult haben, und das tun wir auch, also wir haben diese Schulung, wo wir auch sagen, wie stellst du ein leistungsfähiges, diverses Team zusammen? Das hängt für uns miteinander zusammen. Wenn wir das nicht schon bei den Führungskräften verankern, dann haben wir auch im Recruiting nie die Chance, das wieder auszugleichen. Dankeschön, sehr wichtig. Wir sind eigentlich schon am Ende der Zeit, aber es gab noch eine Publikumsfrage, die möchte ich ganz gerne noch kurz reingeben. Und zwar mit der Frage, ob sich die Erwartung an den Zeitraum zum Verbleib in Unternehmen durch zum Beispiel Skill-Cluster ändert, ob das positiv wahrgenommen wird. Können Sie da nochmal einen Satz zu anfügen? Ich muss nochmal die Frage verstehen. Also ob sich die Erwartung zum Verbleib von Personen im Unternehmen durch die Einführung von Skill-Clustern ändert, ob das generell positiv wahrgenommen wird. Also dieses Angebot, was wir machen, sozusagen mit das Young Professionals Programm, was ich gesagt hatte, wo die Leute in einem Skill Cluster drin sind und diese Möglichkeit haben, ständig zu rotieren. Das machen wir genau aus dem Grund, weil es sozusagen die Erwartung der Kandidaten auch ist, da in Bewegung, in ständiger Bewegung zu bleiben. Und das wird absolut positiv wahrgenommen. Dankeschön. Herr Nissen, jetzt hätte ich so gerne noch mehrere Fragen zum Thema erfolgreiches Recruiting und erfolgreiches Employer Branding gehabt, weil Sie da schon ein paar Punkte angerissen haben. Vielleicht können Sie uns noch einen ganz kurzen Impuls dazu als Abschluss mitgeben. Es ist schwierig, das ganz kurz zu machen, aber ich denke mal, erfolgreich ist es immer dann, wenn es authentisch ist, um einen kurzen Satz zu machen. Dankeschön. Danke für diese spannenden Einblicke von Ihnen dreien. Und wir hätten noch vieles zum Thema Recruiting besprechen können, hoffentlich dann nächstes Jahr wieder bei Work & Culture. Vielen Dank für das spannende Panel.